Lea, nein, 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 nein. Lea, bitte. Nein, 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 Lea, nein, bitte nicht. So, dann brauchen wir jetzt mal bitte einen Verkäufer hier. Lea, nein. Willkommen zu diesem weiteren Hey-Mo-Video. Lea ist auch wieder mit dabei. Ah, nee, warte mal, wir sind nicht auf Hey-Mo, wir sind auf Hey-Moritz. Leute, willkommen zu einem weiteren Hey-Moritz-Video. Leute, ich habe mein Geburtstag gefeiert. Das war sehr, sehr, sehr wild. Das Geburtstagsvideo ist jetzt online, also guckt auf jeden Fall gerne vorbei. Es wird mal wieder wild, Leute. Denn, Leute, Lea darf mal wieder sehr viel kaufen. Gewinne, gewinne, gewinne. Leute, wir fangen direkt damit an. Lea hat heute in 4 Runden die Möglichkeit, immer einen Laden auszuwählen. Und dieser Laden, dem darf sie dann alles kaufen, was sie will. Und die erste Aufgabe hängt auch schon hier. Wir fangen natürlich erstmal an mit so ein bisschen langweiligen Läden. Und später wird es natürlich immer krasser. Langweilig. H&M haben wir einmal. Was für langweilig. Durage, Alter. Der beste Laden der Welt. Und Jack and Joints. Jack and Joints. Dann haben wir da oben Müller. Lea, du hast 3 Versuche. Wenn du es in den 3 Versuchen nicht schaffst, einen zu treffen, dann kriegst du gar nichts. Von hier aus. Was möchtest du treffen, Lea? Also Nourage und H&M sind ganz nebeneinander sehr nah. Müller würdest du jetzt nicht nehmen. Aber bei Müller gibt es auch teure Sachen. Warum sag ich dir jetzt Müller? Müller. 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 Oh, das war knapp. Das war komplett. Du hättest zwar gerade für 1000 Euro bei Jack and Jones was kaufen können, aber du bist zum Hey-Eis gegangen. Achtung, ich nehm nochmal. Oh mein Gott. Okay, Leute, let's go. Ab zu Nourage. Lea, dein erster Laden, den du gewonnen hast. Mein erster Laden. Leute, wir haben jetzt hier sehr viel Auswahl, aber ich glaube, das Eis, was du dir holen willst, ist ja schon ganz klar, oder? Genau, ich nehme einmal ein Hey-Eis. Warte. Das muss ich servieren, das muss ich machen. So, wir sind wieder da. Achso, ein paar Leute warten außerdem, weil wir hier diese Show abziehen. Ja. Im Becher. Im Becher? Im Becher. Ja. Was ist das denn, Alter? Ja, du musst ja auch auf die Kunden hören. Nö. Genau. Was ist das für eine riesige Kunde? Nicht genug. Da, das Reihe. Digga, der hat das immer noch nicht verlernt. Oder? So, jetzt, hier, im Becher. Wenn man eine Kugel bestellt, gehst du mit den Kunden um, meine Kunden, Bruder? Die brauchen einen Löffel oder einen Keks noch. Ach ja, scheiße, stimmt, Keks. Okay, warte, bitte, bitte, gib mir 5 Sterne. Aber lass die Kunden mal abziehen, oder? Also, ich meine, 1 Euro, die muss ja schon mehr bezahlen. 1 Euro, 10 Euro ist jetzt die Kugel. Nein, Bruder, jetzt kostet die mehr. So, hier. So, 130 Euro. Ach, warte mal, scheiße, das muss ich ja bezahlen. Egal. Nimm mal Geld. Okay, danke. Lea, ich weiß ganz genau, dein Lieblingsladen in Rheine ist ein Pferdeladen. Das heißt, wir wollen jetzt mal einen Pferdeladen herausfinden. Wenn du diese Challenge in der Zeit schaffst, dann darfst du in diesem Pferdeladen einkaufen. Aber nur, wenn du es in der Zeit schaffst. Der Parcours ist sehr, sehr krass. Und Lea, du musst den Parcours mit diesem Pferd hier machen. Ein kleines Pferdchen. Und eine Umkehrbrille. Guck mal, kann man deine Augen dadurch sehen? Du darfst sie einmal abnehmen als Joker. Ich würde sagen, den Parcours erklären wir nicht. Der ist sehr, sehr krass. Es geht los mit Slalom. Dann musst du da hier über diesen Ball rüber. Dann hinten auf Trampolin. Einen Salto machen, es wird krank. Was soll ich machen? Mit Umkehrbrille. Ja. Oh, go! Super. Das ist ja richtig gut. Und ein Abzugspunkt, 2 Abzugspunkte. Und jetzt du. Los, rüber! Ja, ich schaff! Rüber! Ich schaff! Ja! Durch die Hütchen und rein ins Trampolin. Wo ist das Trampolin? Okay. Okay, Lea, los! An die Station hier! Oh, nee. Die Station ist besonders toll! Du musst für 3 Sekunden aushalten! Los, hin jetzt! Los! Und 1, 2, 3, go! Okay, los, das Ziel ist hier! Ja! Stopp! Du hast 59 Sekunden gebraucht. Bei einer Minute wäre vorbei gewesen, Lea. Und du bist jetzt so am Arsch. Hab's geschafft! Hier, Lea, dein Gutschein, du darfst jetzt da hingehen! Ab zum Pferdeladen, das wird teuer. So Leute, nächster Laden, Equiva. Was ist das hier, Lea? Das letzte Mal, als du in einem Pferdeladen warst, hast du über 1000 Euro ausgegeben. Jetzt kannst du zum Glück nur eine Sache kaufen. Aber ich habe irgendwie trotzdem... Eine Sache kann auch sehr teuer werden. Oh mein Gott, ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen Angst. Also, ich brauche erstmal einen Wagen. Warum brauchst du einen Wagen? Das, was ich kaufe, wird ein bisschen größer. Kauf doch das Pferd an, kauf das Pferd. Nein. Kann man so froh durch einen Pferdeladen laufen. Oh. Hier ist ein Loch. Das hier ist doch was Geiles, Lea. Das kannst du hier kaufen. Guck mal, was ich gefunden habe. Hier, das kaufen wir hier. Ein Korn. Ein Korn. Das kostet 1 Cent, glaube ich. Das kriegen wir vielleicht sogar kostenlos. Das habe ich nicht erwartet. Okay, jetzt können wir es nicht mehr kaufen. Oh mein Gott. Wie kann man das eigentlich her? Du bist ein Pferd. Oh nein, nicht der Song. Oh mein Gott. Hast du das gefunden? Ja, ich habe eine Schabracke gefunden. Die Schabracke, das ist das Einzige. Warum ist das denn hier so dick, Alter? Warum bist du schneller, Lea? Warte kurz. Da ist doch was drunter. Monet? Warte mal. Woher hat sie mein Portemonnaie? Alter, du hast gecheatet. Nein. Wie soll der Tag denn hier noch weitergehen? Das sind 3 Sachen, nicht eine. Das ist ein Set. Das muss so. Gehört zusammen. Ich hasse dich.
Leute, die nächste Aufgabe wird mal wieder mit Dartpfeilen sein. Aber Leute, diesmal muss der Dart das Ding treffen, also kein Ballon. Wir haben dahinter jetzt Pappkarton, dass die ganzen Dinger landen. Und Lea, du wirst jetzt einen davon treffen. Wir haben sogar was richtig Krasses, und zwar Werning. Das ist unser Bäcker. Da kannst du den Käsebrötchen kaufen. Ist das nicht toll? Alter, ein Käsebrötchen, das wäre schon richtig wild. Also viel lieber als bei Snipes. Müller wird ersetzt durch Teddy. Snipes zu treffen wird, glaube ich, das Einfachste sein, weil hier ist die dickste Pappe hinter. Aber das macht es ja auch noch extra schwerer, weil es dicker ist. Ich will auf Werning gehen. Ich habe schon Bock auf ein Brot jetzt gerade, deswegen. Und der erste war ein Fail, Leute. Und mal wieder der letzte Versuch. Also wenn du das nicht geschafft hättest, Lea, wäre auch ein bisschen peinlich gewesen. Ja! Okay, Lea, ich gebe dir noch einen weiteren Versuch. Und zwar Teddy zu treffen. Wenn du schaffst, Teddy zu treffen, dann darfst du sogar bei Teddy einkaufen gehen. Lea, mal gucken, ob du Teddy schiffst. Let's go. Und los. Ist er drin. Wow! So, Lea, hier deine zwei Gewinne! Teddy und Snipes, viel Spaß damit! Juhu! Wir gehen in die Ems-Galerie, das heißt, das wird teuer! Oh mein Gott! Das ist viel Auswahl jetzt wieder, Lea. Ich hasse dich, warum? Ich hasse heute so viel Gutes. Tja, Lea, jetzt darfst du dir halt wieder irgendwas hier aussuchen. Alter, die sehen geil aus, finde ich. Die sehen okay aus, ja. Das Einzige, was mich interessiert, ist der Preis. Da, 100 Euro. 100, Alter, Lea, dann bist du, Alter. Lea hat was gefunden. Preis, 100 Euro mal wieder. Das sind die ähnlichen wie gerade, aber diese Farbe ist es besser noch. Das interessiert daran. Bevor du sie anprobierst, Lea, brauchst du natürlich so Probierstrümpfe. Juhu! Probierstrümpfe. Ich hab doch welche! Nee, Probierstrümpfe brauchst du. Nee, die Probierstrümpfe. Hallo! Aua! Alter, das passt zu dem Outfit gerade perfekt. Ja, das passt echt mega gut. Würdet ihr euch so schnell entscheiden können, wenn ihr so viel Auswahl hättet? Ich glaube eher weniger. Du warst jetzt echt in 5 Minuten durch, Alter. Wow! Das ist ein 1-Euro-Shop, ne? Aber pass auf, ich gebe dir ein Budget von 2 Euro. Zwei Sachen für mich. Nur so kleine Kacke einfach. Nice. Also ich könnte mich hier gar nicht entscheiden vor den ganzen nice Sachen, die es hier gibt. Hier, Lea, das sieht doch mega geil aus. Ist der in meinem Budget? 2 Euro. Ja, dann nimm den. Perfekt. Ah, das ist das Highlight vom Tag. Gut, dass ich diesen Joker hier nochmal gekriegt habe. Oh mein Gott. Und mal zu Teddy gehen konnte. Yay. Mein neuen Freund, der ganze Tag. Leute, bereit fürs große Finale. Lea, bist du bereit fürs Finale? Ja. Das Finale wird krank, Lea. Du hast jetzt krasse Läden, die du gewinnen kannst. Und zwar, dieses Spiel funktioniert nämlich so. Du hast diesen riesigen Ball hier und darauf, auf dem der Ball landet, das darfst du, da darfst du einkaufen. Wir haben hier so tolle Sachen wie die Tankstelle. Yeah. Ja. Juhu. Und Leute, ein mega kranker Laden, da würde man richtig gerne mal alles kaufen können. Aldi. Ich dachte, das wäre das Finale. Ja, Leute, ich erkläre euch jetzt, warum das Finale ist. Denn Leute, ganz hinten haben wir Mediamarkt. Aber Lea, es ist ein sehr weiter Weg und diese Blase ist sehr, sehr träge. Du weißt, dass ich letztes Mal das MacBook getroffen habe? Ja, aber Helmo hat sich letztens das MacBook getroffen. Leute, lasst ein Abo auf Helmo da. Ein sehr geiler Kanal. Da ist mein Geburtstagvideo ist online gekommen. Also geht jetzt drauf, bitte. Sonst hasse ich euch. Scheiße. Lea, du wirst jetzt diesen riesigen Ball kicken müssen. Der ist aber sehr, 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 sehr schwer zu kicken. Deswegen habe ich dir noch ein kleines extra gegeben. Diesen Hochdruckreiniger. Was war das gerade? Hochdruckreiniger. Hochdruck. Was war, Lea, darfst du mit... Ja, ich muss es halt erst anmachen. Oh. Vogel, ey. Zwar musst du mit dem Hochdruckreiniger. Darfst du dann noch ein bisschen hinterherhauen? Also würde ich sagen, Lea, let's go. Bis hierhin darfst du den Hochdruckreiniger benutzen. Danach ist Ende im Gelände. Okay, Lea, 3, 2, 1, go. Okay, wow. Sehr gut, jetzt der Hochdruckreiniger. Weiter, weiter, weiter. Du hast hier mit deinem Ticket beim Mediamarkt alles gekauft. Was du willst. Ja! Oh mein Gott, nein. Lea, bitte, bitte, bitte übertreibe diesen Laden nicht, okay? Oh nein. Und ich werde arm. So, was könnte ich mir hier Schönes holen? Oh nein, Lea, das ist alles so teuer, nicht die Handyabteilung. Aber hier kommen noch die MacBook. Oh mein Gott, Lea, du hast doch gerade erst MacBook bekommen. Warum willst du jetzt noch MacBook? So, hier ist schon eine schöne Abteilung. Lea, nicht die Fernseher, bitte nicht. Bisschen zu klein. Zu klein, der kostet 2000 Euro, Lea. Was? Ja, muss mindestens meine Körpergröße. Was? Vielleicht sind ein paar Kühlchen. Zu klein. Junge. Lea, nein, 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 nein. Lea, wir nein, 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 Lea, nein, bitte nicht. So, dann brauchen wir dann bitte einen Verkäufer hier. Ja, nein, bitte nicht, kein Verkäufer, nein. Spaß, Spaß. Was? Was? Ja, ich möchte den doch nicht. Ich habe mir eigentlich was anderes ausgesucht, das ist aber noch woanders. Okay. So, vielleicht nochmal so eine neue Musikanlage. Ja, die sind ja alle okay, 130 Euro passt alles. Hier, nimm doch die hier für 92 Euro, komm. Nein. Oh, Lea, bitte. Nein, 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 nein. Nein, nicht die Apple-Dinger, die kosten doch richtig viel. Ja, die kosten 300 Euro, hör auf. Gekauft? Nein. Ja. Oh mein Gott. Vielen Dank, Microsoft. Oh, nee. Ja.
Ja, das Problem ist halt, dass die jetzt halt aller wird dadurch. Das ist halt kacke. Mach mal, die rollt 100% weg. So. Ja. Und dann rüber. Zack. That is not good. So, das kannst du auch. That is not going.